Hallo und herzlich willkommen zum Grand Prix in Malaysia mit dem Berliner LP. Hallo. Hallo. Nee, Taschen. Ja. Zweites Rennen in der Hoffnung, dass es was besser läuft für mich. Für dich lief es ja ganz gut im letzten Rennen. Naja, bei dir war es ja auch nicht so schlecht. Sechster, ne? Ja, Sechster, genau. Boah, mein Gehirn hat sich das gemerkt. Dabei ist das schon. Ja, ich hab eben erst noch die Tabelle geschrieben. Ich müsste es eigentlich auch noch wissen. Und ich hatte sie gesehen und ich hab's vergessen. Ja, genauso schlecht. Mein Gehirn ist so doof. Ja. Wir starten auch direkt mit dem Qualifying, würde ich sagen, wa? Ja, fahren wir mal los. Gib ihm. Gib ihm. Und es ist im Moment noch die erste Aufnahme. Ja, es könnte mal heute gut laufen. Könnte. Ich glaube eher nicht, aber... Oh, da ist er. Da fährt er erstmal gleich geradeaus. Ja, etwas arg verbremst gerade. Ich habe die Kurve sehr gut gekriegt. Muss ich echt sagen. Aber wir wissen ja, Malaysia wird schwer. Auch wenn Vettel da seinen ersten Sieg geholt hatte. Und am Wochenende hat er schon seinen dritten Sieg. Reifenverschleiß, ne? Ja. Ja, ja. Das wird das Hauptthema in dem Rennen hier sein. Die Reifen so zu schonen, dass man gut übers Ziel kommt. Boah, da musste ich gerade die Lenkung aufmachen, ey. Wäre fast weggeflogen. Ja, meine Qualifying-Runde ist alles andere als perfekt bis jetzt. Naja, ich hab's ja gesehen, du wolltest ja gleich ins Grüne wieder raus. Ja, ich wollte Rasenmäher spielen. Ich warte ja immer noch auf den Rasenmäher-Simulator 2016. Bestimmt, der kommt bald. Für den Simulator-Freitag bei uns auf dem Channel. Wird bestimmt lustig. Oh, ich bin nur 19. bis jetzt. Ja, da bin ich im Moment anscheinend besser. Jetzt kommt die Lieblingskurve. Boah, ich hasse das Ding, ne? Oh, bei mir geht's immer. Da habe ich jedes Mal stehende Räder in der Kurve. Ja, das schon, ne? Deswegen verlieren wir so extrem. Ja, hier gegen die Mercedes haben wir doch eh keine Chance hier auf dem Kurs. Allein die Top-Geschwindigkeit. Ja, da sind die Mercedes nicht so stark. Das sieht man oft in Wirklichkeit. Da finde ich nicht. Da ist der Ferrari eigentlich immer schneller. Ich glaube, bei mir wurde gerade 28. angezeigt, was irgendwie nicht sein kann. Du bist 28. Cam hat eine neue... Wow! Wow, aber knapp hintereinander. Wir starten sogar direkt hintereinander. Aber wow. Auf der sauberen Seite, das ist gut. Das ist echt gut, nicht, dass du wieder stehen bleibst. Solange mir ein Rosberg nicht wieder vor der Nase fährt, dann bin ich zufrieden. Ich werde doch eh wieder in der ersten Kurve rausgeschossen, Mann. Ich glaube aber auch, ne? Wir haben da so die erste Kurve hier ist so gefährlich und in China wird das nicht besser. Das ist China, Kurve, da finde ich noch gefährlicher. Da sind sie extrem, die gehen einfach rauf. Die wollen dich einfach umbringen, habe ich das Gefühl. Oh ja. Es lädt. Ich glaube, es lädt. Bei mir redet der Wasser wieder wie ein Wasserfall. Haha. Oh nein. Das war sein Ernst. Die Witze wären auch nicht besser. Die Startaufstellung. Der Berliner auf 7, ich auf 5. Oh, die Williams stark auf 3 und 4. Dich krieg ich. Ich habe es im Urin. Du bist der Erste, du hast vorhin gesagt, du willst mich rausschießen. Ja, weil du so frech warst in der Vorbesprechung. Wie? Ich war gar nicht frech. Ich bin der liebste Mensch überhaupt. Du warst total... Ich war ein ganz normaler Berliner. Du warst total arrogant und so. Oh, das ist aber zählst du für Scheiße. Die Strategie, da so wie wir fahren. Hoffentlich kriege ich einen der Williams am Start, das wäre ein Traum. Ich krieg dich. Oh mein Gott, richtig beschissener Start. Mein Gott, ich stand ja. Meiner war aber auch nicht viel besser, aber ein bisschen seh's. Zumindest. Ich bin direkt hinter dir. Kann mich zumindest vor Ricciardo halten. Wow, da kann der Berliner reingeschossen und dreht sich. Aber ich hab dafür den Williams. Ich hab Rosberg rausgedreht. Super, hast du mal richtig gemacht. Oh, da ist er. Ganz weit hinten. Ich hab nicht mal eine Verwarnung bekommen. Also ich konnte da echt nichts dafür. Der stand auf einmal in der Kurve. Ja, ja. Also ich hab Bottas ein bisschen rausgekickt. Bottas ist aber Dritter. Ne, Zweiter. Ja, ich hab Williams berührt. Aber Rosberg hat gleich am Anfang sehr viel Position verloren. Ja, weil ich den herausgedreht habe. Nein, ich meinte schon vorher schon. Der war schon auf Platz 4. Ja, der war direkt hinter Bottas am Anfang. Boah, ich hab Leck.
Okay. Der Miri ist vor mir. Oh, hat sich ganz nach hinten geschossen, oder was? Jojo. Jetzt hab ich... Scheiße. Boah, hier sind ganz schön viele Teile. Ja, hinter mir hat's gerade gescheppert, da war irgendwie gelb. Boah, Perez vorbei. Oh, Perez. Ja, deswegen, ja. Schwierig. So wie bei Singapur oder in Singapur, wo der Massa den Hülkenberg rausgeschossen hat und dann kriegt Hülkenberg die Strafe. Ja. Was soll er denn machen? Lächerlich. Wo will er denn hin? Und dann heißt es ja eigentlich auch, wer aus der Box kommt, der muss aufpassen. Ja, richtig. Aber wenn man die eigenen Regeln nicht kennt, ne, Alter, hau ab, du blöde Ding. Ist einfach, ja. Schwierig. 1,43,5 in der ersten Runde. Ist der bescheuert? 1,23. WTF. WTF. Die fahren doch ordentlich. Ja, 1,55,5. Ja, ich hatte auch noch 1,47. War auch spitze. Aber ich komme da vorne mit denen auch nicht mit. Also Hamilton hat schon eine Riesenlücke zu Bottas. Bottas hat eine Riesenlücke zu mir. Und hinter mir direkt ist Ricciardo und ich glaube Massa. Ja. Noch eine gelbe Karte. Noch eine gelbe Karte. Was ist mir los? Gelbe Karte. Ich weiß nicht, hast du gestern zufällig Football geguckt? Nein. Tut mir leid. Das war der Hammer. Ich habe so lachen müssen. Ich weiß nicht. So. Big Bang Theory kennst du ja, ne? Ja, yeah, long. Dann kennst du doch bestimmt auch Sheldons Spaß mit Flaggen. Ja. Ja. Und bei Football ist es ja so, wenn ein Foul gespielt wurde, schmeißen die ja so eine gelbe Flagge. Ja, genau. Gelbe Fahne aufs Feld. Ja, ja, ja. Ja, und die haben gestern so viele Fahnen aufs Feld geschmissen. In der Community hier von RAN ging es dann los. Da haben sie dann Bilder von Sheldon gepostet. Hier mit Spaß mit Flaggen und so. Boah, ich hab mich so zerrissen mitten in der Nacht, weißt du? Ich konnte nicht mehr vor lachen. War also, richtig gut. Kann ich mir. Aber die Schiedsrichter haben die Spiele gestern ganz schön kaputt gemacht. Also wer das gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Keine Ahnung, jeder zweite Spielzug irgendwie haben die da Flaggen aufs Feld geschmissen und alles. Das war nicht schön. Nee, das. Diese Scheiße ist ja fast so schlimm wie beim Fußball. Ja, also, das, genau, das ist, kannst du dir halt so vorstellen, wie wenn sie beim Fußball andauernd pfeifen würden, die Schiedsrichter, weil sie für, keine Ahnung, für einen Ball gespielt, wo der dann noch hingefallen ist und nach dem Motto haben die halt gepfiffen, so. Naja, kannst du das halt wie sehen. In der Bundesliga zurzeit. Ja, in der Bundesliga habe ich ein bisschen das Gefühl, die wollen im Moment so ein bisschen von diesem Englischen wieder weg. War ja mal eine Zeit so, dass die hier in der Bundesliga so gepfiffen haben wie in England, dass die halt vieles haben durchgehen lassen. Ja. Und im Moment habe ich so mehr das Gefühl, du meinst wie der Elfmeter von Bayern? Genau. Dass sich das halt wieder so in die andere Richtung so ein bisschen entwickelt. Ey, dieser Maldonado, der will mich umbringen. Der bleibt einfach mitten in der Gerade. Oder diese nach links und rechts, ja, die ersten beiden Kurven. Denn dieser kleine Knick, der da ist. Ja. Dann bleibt der Maldonado fast stehen. Na prima. Und ich wäre fast drauf gekommen, musste natürlich ein bisschen nach links und fast raus. Ja. Alter Falter, das ist einfach ein Mensch. Der darf eigentlich gar nicht Formel 1 fahren. Ne? Ne, normalerweise nicht. Verbot ist. Aber ich habe gestern war das, glaube ich, oder heute früh, habe ich gehört, dass Lotus von Renault wieder aufgekauft werden soll. Ja, das war am Sonntag schon so. Ja, oder so. Im Rennen hatten sie es schon erwähnt. Bin ich mal gespannt, ob da wieder ein Renault-internes Team dann kommt oder ob sie bei Lotus bleiben und dann wieder Lotus-Renault. Ja. Naja, solange sie die denn Mitarbeiter bezahlen können, wäre schön, ne? Ja. Hauptsache, der Flavio Briatore kommt nicht wieder zurück. Den kann ich aber gar nicht ab. Boah, Alter, der kommt mir so nah. Ich glaube, der hat auch Alonso so arrogant gemacht. Ja. Weil der tut auch wirklich, ob er was Besseres wäre als alle anderen. Ja, ja. Dabei ist er ein Fürz. Oh, Maldonado ist nicht mehr hinter mir, das gefällt mir. Boah, meine Vorderreifen bauen schon krass ab. Bei mir vorne rechts das Ding. Ist extrem schlimm. Aber mir beide vorne, beide knietschgelb. Ja, jetzt auch. Und hinten fangen sie bei mir erst an, also... Nee, da sind sie auch schon. Also, ich glaube, ich bin ein bisschen aggressiver. Ja gut, du hast dich aber auch gedreht. Habe ich das? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, doch klar, erste Runde. Ach ja, genau. Schon verdrängt.
Schade, ich hatte gerade so schön auf den Bottas aufgeholt, bis auf 1,8 Sekunden und jetzt war ich wieder drei noch was hinter ihm. Was schade. Aber das ist noch nicht gegessen, das Thema. Genau. Sondern schon gelutscht. Ha! Haha! Oh, immer diese Wortwitze. Heute schon geblasen. Oh, da vorne ist ja eine ganz große Gruppe, die könnte ich ja noch kriegen. Ich bin jetzt gerade 12 dahinter Alonso und Verstappen und dann müsste es Sainz das sein, die Nummer 9. Ja, aber hey, da bist du ja zumindest schon mal wieder in der Nähe der Punkte. Ja. Der Rosberg ist wohl ganz weit hinten. Ich fahre mir gerade einen Mist hier zusammen. Das ist der Hammer. Oh mein Gott, das hört sich nicht gut an. Nee, ich bin noch Dritter, aber ich sehe nach vorne kein Land und hinter mir, die kommen immer einen Tick näher. Oh mein Gott, Hilfe. Bei 2014 fand ich es extrem schlimm bei Formel 1 mit dem Übersteuern, ne? Oder Untersteuern war es. Ich weiß es gar nicht mehr. Das Auto hat die ganze Zeit nur rumgewackelt. Kommt drauf an, welche Setups du zum Teil auch genommen hattest. Ich meinte ganz normale Standard Formel 1 Dinger. Das bin ich nie gefahren. Ach so, einer, okay. So einer ist er. Ja. Oh, bin eigentlich einer, der tüftelt gerne am Setup rum, aber das ist ja hier im Multiplayer nicht möglich, außer man macht's vorher irgendwo und speichert's ab. Ich glaube, das ist möglich, wenn wir längeres Qualifying nehmen. Ja, das könnte auch noch sein. Oder wenn wir Training mit reinnehmen würden. Ja. Oh, fuck. Also oh, ich Gott. Kann mit den Reifen sehr gut. Auch wenn sie schon extrem orange sind. Ja, also noch geht's bei mir auch, aber... Ich komme jetzt an Alonso ran. Vorbei. Ja gut, dass ich nach vorne nichts sehe, das wundert mich nicht. Ich meine, die Williams waren ja auch im Qualifying ein ganzes Stück schneller als wir. Ja, aber du bist ja auch Anfang geradeaus ein bisschen... Ja. So wie ich dann in einer Kurve, da bin ich auch ein bisschen geradeaus gefahren. Ich glaube, hätte ich den Fehler nicht gehabt, wäre ich vielleicht sogar zwischen den Williams oder davor knapp gewesen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich arbeite mich immer weiter. Jetzt habe ich Alonso und jetzt habe ich den Sainz vor mir. Jetzt werde ich auf der Kran DRS jetzt wieder angestupst. Hau doch ab! Alter! Der bleibt aber auch einfach auf seine Spur, der Sack. Ja, ja. Okay. Oh, Massa kommt immer näher. Ich sehe es gerade. 0,3 Sekunden hat DRS. Ist rechts neben mir, ist innen, ist vorbei. Ich kann es ja noch auskontern in der nächsten Kurve. So, ja, natürlich. Der war vor der Kurve schon vor mir. Ich musste ihn passieren lassen, leider. Honda, sonst hätte es gescheppert. Honda komme ich locker vorbei, ey. Da ist ja kein Honda, Speed. Honda ist ein Opfer. Ja, eigentlich schon, ne? Dabei finde ich es gar nicht so schlimm. Oh, Kollision zwischen mir und Massa. Ricciardo ist an uns beiden vorbei. Alonso ist gerade auch, hat sich gerade gedreht. Hat sich wohl, hat probiert mich nochmal ins zu überholen und ist dann weggeflogen. Boah, ich bin gerade außen an Massa vorbei. Oh. In dieser Links-Rechts-Kombination, diese Ultra. Ja, ich seh's gerade. Da bin ich auch gerade. Hast du gut gemacht. Kriegst ein Leckerli später. So, jetzt kurze Frage. Mir sagt er, ich soll jetzt die Runde in die Box. Mir noch nicht. Gut. Aber ich kann noch ein paar Runden. Ich find's nicht schlecht gerade. Irgendwie komme ich gerade sehr gut zurecht mit den Reifen. Oh, jetzt will er von mir auch, dass ich auf einmal auch in die Box gehe. Keine Ahnung warum. Ja, pass auf, ich guck mal, was Ricciardo macht, dann funke ich dir durch, was ich mach. Hä? Ich sehr scheiße genommen. Ricciardo geht nicht rein, ich fahr weiter. Wenn du willst, kannst du rein. Eigentlich will ich noch nicht, es fährt sich extrem gut. Massa ist rein. Na, dann fahr ich auch rein. Nicht, dass wir uns dann im Weg stehen. Ja, ich muss dann nächste Runde wegen Massa. Ja. Kann er den schönen Undercut machen? Boah, Alter. Da stand mein rechter Vorderreifen aber mal voll. Der stand schön bestimmt für 30, 40 Meter gerade. Boah. Ich habe gerade schön in der Box aufgeholt, auf Verstappen. Schön. In dieser Einfahrt, die ist ja schön zu nehmen. Da fahren die irgendwie extrem langsam, habe ich das Gefühl. So, losfahren. Ja, wobei die Boxengasseneinfahrt hier und in China sehr gefährlich sein kann.
Ja, in China, frag mal Hamilton damals. Ja, ja. Da hat er die WM weggeschmissen. Oh ja. Und Ray Kühn, ey, wirklich, freue ich mich immer noch, wie er das da gemacht hat, ne? Ach, weiß ich das gar nicht mehr. In der, musst du hoffen, dass Hamilton keine Punkte macht, glaube ich. Nee, dass Alonso keine Punkte macht und Hamilton nur den Platz erreicht und Ray Kühn musste den Sieg gewinnen. Oder musste gewinnen, das Rennen in Sao Paulo. Ja. So geil. Und dann schafft er es echt noch. Stimmt. War ja auch einer, dem man es gönnen tut, weil er ist der Iceman. Oh, jetzt habe ich mir so einen schönen Leck. Wer mir damals unheimlich leid tat, war der Massa. Oh ja, gegen... Der da in der letzten oder vorletzten Kurve die Weltmeisterschaft verloren hat, weil der Glock sich da verbremst hatte oder was da war. Da war doch Regen, dann wieder trocken, dann wieder Regen. Ja, oder so, ja. Und er war auf Regenreifen. Noch auf Intermediates, genau. Oder so, ja. So, Boxenstopp. Wurde aber auch Zeit bei mir jetzt. Mhm. Vorderreifen hatten bei mir krass abgebaut. Ich bin jetzt am Hülkenberg dran, ne? War der hinter dir, weißt du es? Hülkenberg war hinter mir, ja, ja, klar. Also nicht direkt, aber auf jeden Fall irgendwie so zwei, drei Plätze. Okay, weil da bin ich direkt dran, ne? Oh, sauberer Boxenstopp von unserer Crew. 2,3 Sekunden Standzeit. Boah, das ist echt gut. So, unsere Jungs haben es halt drauf, ne? Ist ja auch Ferrari. Ja. Die wäre nicht ausgebuht. Boah, Alonso, nee, ne? Oh nein, jetzt hat sich Alonso zwischen mich und Ricciardo geschoben und Massa, die Hure, dreht mich. Hat sich aber selber gedreht. Bei mir bist du nur in der Box? Nee, eigentlich nicht. Oder habe ich gelb? Nee, gelb ist doch eigentlich... Nee, jetzt hat sich... Ich wollte schon sagen, was ist jetzt hier los? Massa hat mich gerade angetitscht, dadurch habe ich mich in der ersten Kurve gedreht. Das ist so eine dumme Sau. Welcher Platz bist du jetzt? Na, immer noch siebter, immer noch hinter Alonso, aber das hat mich jetzt mal 4-5 Sekunden gekostet. Das ist nicht gut. Halt jeder, der jetzt knapp hinter mir war, hat halt jetzt... Boah, außen Vorsprung. Vorbei. So, Hülkenberg vorbei, 10. Schön. Da sind die Punkte. Ja, ich sehe dich da vorne. Ja, wir sind gar nicht so weit auseinander eigentlich. Nee, ich hab mich extrem. Aber ich fahr mir hier auch gerade einen recht großen Bullshit eigentlich zusammen. Naja, dann hör mal auf damit, du Affe. Du sollst Punkte sammeln. Ja, tut mir leid, gegen Mercedes sehen wir eh kein Land dieses Jahr. Boah, erstmal das Schild mitgenommen. Drei Viertel. Schön. So, jetzt sind die nächsten in der Box, ne? Ja. Oh, ein bisschen verbremst. Aber so, ich komme auf jeden Fall verquert wieder raus. Schwung mitnehmen. Beziehungsweise ich bin wieder verquert, so. Schön. Ich bin jetzt auf. Alonso habe ich auch locker. P4 bin ich jetzt wieder. Also meine Ausgangsposition aktuell. Nur, dass ich halt bestimmt noch 2 Sekunden mehr Rückstand auf Ricciardo habe als vor dem Boxenstopp. Mhm. Ja, wegen dem Dreher mit Massa da, aber der hat sich ja auch gemault, also. Würde mich nicht wundern, wenn der dafür eine Strafe bekommen hat, weil bei mir ist nichts aufgeploppt. Okay. Oder da steht immer nur Verwarnung, Kollision. Ja. Das heißt, und selbst da stand nicht, ja. Jo. Ich sehe da vorne, ist das ein Red Bull? Könnte quer sein, ja. Ja. Oh, da bin ich ja ganz nah dran, ne? Grosjean, die 7 und die 6 sehe ich jetzt schon. Oh, das ist gut. Bin direkt dahinter. Die haben, ja, Mercedes hat er, also Grosjean hat ja einen Mercedes. Ja. Also wird das schwer, den zu überholen. Aber ich krieg DRS. Ja, das auf jeden Fall. So knapp wie du da dran bist. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist gar nicht Legende. Nee, wie aber ich hab's eingestellt. Ja, ich hab's ja gesehen, deswegen ja. Schon überholt. Und jetzt habe ich Kwiat vor mir, den müsste ich ja locker kriegen. Ja, normal schon. Red Bull hat ja keine Top Speed.
Das habe ich ja gesehen, wo ich Red Bull gespielt habe. Gut, und um die Kurven gekommen bin ich da, aber... 1,40 ist meine schnellste Runde. 1,40? Ja. Meins 1,39,7. Gerade ja, bei mir genau 1,40,007. Ich muss ein bisschen aufbauen, so direkt hinterherfahren darf ich auch nicht. So, ja, sonst wird der Motor zu heiß. Aber ich bin dran und ich müsste eigentlich vorbeigehen können. Ich probiere es jetzt. Ich mag Züge. ADHS-Movie. Schleichwerbung. So, bin vorbei. Schön. Hab jetzt Wasser vor mir. Ja, der ist zwischen uns. Ja, den kriege ich aber auch noch. Damit bin ich jetzt auch wieder auf meine Stammposition. Ja. Vom Start her. So, und na gut, hab gleich mal ein paar Sekunden rausgefahren. Du bist auf deiner Startposition, ich habe einen Platz gut gemacht, glaube ich. Ja, ich bin ja von 5 gestartet. Ich bin von 7 gestartet, ne, da habe ich auch eine Position. Ja, wo du es gerade so sagst. Ja. Schön, dass du mich nochmal dran erinnert hast. So, ich werde mir mal ein bisschen mehr... Nee, Heckverteilung. Das ist jetzt nicht so wichtig, ich wollte was anderes einstellen. Ich wollte mehr Abtrieb haben. So, wo kann man das noch abdrehen? Oh Gott! Verbrennst letzte Kurve. Das ist nicht gut. Nee. Wie war das nochmal? Erhöhter Abtrieb ist mehr Grip, oder? Genau. Und weniger ist mehr Topgeschwindigkeit. Genau. Was hast du jetzt für eine Rundenzeit? Die war bestimmt nicht gut, ne? Nee. Ich hab nicht drauf achten können, leider. Ich weiß nur, dass mein linken Vorderreifen dadurch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen hat, weil der stand halt die ganze Zeit, weil ich mich halt richtig hart verbremst habe. Das ist scheiße, ey. Sieht man ja auch, Massa ist ja jetzt direkt hinter mir auf einmal. Das ist nicht gut. Der Kwiat kommt auf einmal auch ran. Mal sehen, was ich wieder im zweiten Sektor ist eigentlich immer... Spieler-Sektor, weil die KI ja extrem scheiße rum durchfährt. Ja, gerade durch diese Doppel-Rechts und die Links-Rechts. Da hole ich Minimum 2 Sekunden raus. 3. Und das ging ein Red Bull. Ja. Oder stand gerade das vordere linke Rad. Ja, ich kann mich aber gerade wieder ganz gut von Massa absetzen. Ich muss ein bisschen die Kurven besser nehmen gerade. Ja. Kenn ich. Na, da wollte ich nicht hin. Was heißt das? Ja, ich bin gerade aus Versehen auf die Bremsverteilung statt auf Abtrieb gegangen. Das kenne ich, das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Ah, okay, man muss den Abtrieb einstellen und dann muss man in die Box. Also wie in echt. Das ist cool. So, ich habe noch 2 Runden und dann gehe ich in die Box wieder. Runde 13 dann, ne? Hm. Ja. Ich Runde 14. Ich denke gerade über einen Taktikwechsel bei mir nach. Wie meinst du das? Ja, normal wäre ja jetzt nochmal weich und dann zum Schluss hart dran. Und ich bin am überlegen, ob ich dann jetzt auf hart gehe und zum Schluss weich fahre. Das hatte ich vor. Ja, das habe ich auch vor. Oder du machst es so, ich mach's anders und wir gucken mal, was besser war. Ja, schön. Kann man so machen. Dafür hat man ja einen Teamkollegen. Ja, eben. Machen sie ja in der richtigen Formel 1 auch nicht anders. Okay, macht Williams meistens schlecht. Die machen immer dieselbe Strategie. Ja. Was mich manchmal extrem verwundert. Ja. Primes, ne? Wobei oder? Williams dieses Jahr sowieso nicht so gut ist. Letztes Jahr waren sie Also die sind für mich dieses Jahr voll unter den Erwartungen. Man hat eigentlich erwartet, dass sie noch näher dran sind als letztes Jahr. Ja. Sollen wir hier mal den Cut setzen? Könnten wir eigentlich machen. Gut, dann 3, 2, 1 und Cut!